Heute geht es um das Gesetz der Anziehung und wie sich alle Menschen in dich verlieben. Also bleib dran. Hallo und willkommen bei Devil, deinem Date Doktor hier auf YouTube. Heute reden wir über das Gesetz der Anziehung. Mir ist da vor kurzem etwas aufgefallen. Ich fokussiere mein Leben gerade sehr stark auf die Arbeit. Und das schon seit, glaube ich, einem Jahr. Sehr stark und sage, okay, ich muss jetzt nicht extra rausgehen und Frauen kennenlernen und ansprechen, sondern was in meinem Leben kommt, das kommt eben, aber es ist mir relativ egal. Und ich habe gemerkt, dass ich immer in Perioden in meinem Leben, wo ich das so selektiert habe und gesagt habe, okay, Frauen sind mir gerade sekundär wichtig und sind mir eher unwichtig, dass gerade in diesen Phasen immer tolle Frauen in mein Leben getreten sind. Und dass dann immer alles wie von alleine ging. Und in Phasen in meinem Leben, wo ich sagte, hey, ich muss jetzt diese Frau abschleppen, weil ich sie total heiß finde, muss sie in mein Bett bringen oder ich hätte gerne eine Beziehung mit dieser Frau, dass es genau in diesen Momenten immer gescheitert ist. Und gerade ist so eine Phase in meinem Leben, wo andauernd mein Handy vibriert. Und dann fragen mich Freunde auch, hey, was ist denn da bei dir los? Warum vibriert die ganze Zeit dein Handy? Weil ich nachts schlafen will, vibriert auch andauernd mein Handy und das sind halt WhatsApp-Nachrichten von verschiedenen Frauen. Und ich bin halt, wie gesagt, in dieser Phase, wo ich mich eigentlich nur auf die Arbeit konzentriere. Und trotzdem steht mein Handy irgendwie nie still, andauernd irgendwelche Dates und solche Geschichten, wo ich dann schon oft absagen muss. Und das finde ich sehr interessant. Und in diesem Moment wurde ich mir dessen bewusst, dass es ja daran liegen muss, an dieser Einstellung. Und ich glaube, das ist das Gesetz der Anziehung. Dass wenn man sagt, hey, es ist mir eigentlich scheißegal, natürlich in Anführungsstrichen, ob ich jetzt eine tolle Frau in meinem Leben habe. Denn ich bin mit mir selber zufrieden. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Und was kommt, das kommt eben. Aber ich bin von keiner Frau abhängig. Und natürlich auch gilt das Gleiche für Frauen. Ich bin von keinem Mann abhängig. In diesen Momenten strahlt man halt etwas aus, was sehr anziehend ist. Und ich denke, dadurch lernt man viele tolle Leute kennen. Früher bin ich dann andauernd rausgegangen mit dem Ziel, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt in den Club oder ich gehe auf die Straße und spreche Frauen an. Und heutzutage mache ich das einfach dort, wo ich gerade bin. Also wenn ich dann in der U-Bahn natürlich eine nette Frau sehe, dann spreche ich sie auch an. Und dann ist mir aber relativ egal, was daraus wird. Entweder sie sucht weiterhin die Interaktion mit mir und wir telefonieren, wir treffen uns und so weiter oder eben nicht. Und genau durch diese Gleichgültigkeit, beziehungsweise Gleichgültigkeit ist es gar nicht, denn die Menschen finde ich ja durchaus interessant, aber dadurch, dass man es nicht fokussiert, genau dadurch wirkt man eben anziehend. Ich kann das mal kurz an einem Beispiel verdeutlichen, was vielleicht das Ganze viel klarer macht. Stell dir vor, du sitzt gerade mit einem Freund beim Essen. Ihr seid gerade irgendwo in einem Restaurant und dein Kumpel hat Pommes auf dem Tisch, also auf dem Teller. Und du hättest jetzt auch gerne Pommes, du hast leider etwas anderes bestellt, du hast keine Pommes drauf, hättest auch gerne Pommes. Und dein Gegenüber fragst du dann, hey, kann ich auch ein paar Pommes haben? Und er sagt nein. In diesem Moment, wo er nein sagt, werden die Pommes für dich noch interessanter und du fokussierst dich darauf. Warum sagt er jetzt nein? Warum gibt er mir keine von seinen Pommes? Wie albern ist das denn? Mann, ich will doch nur ein paar Pommes. Und du steigerst dich richtig da rein. Und du fokussierst dich, wie gesagt, komplett auf diese blöden Pommes, obwohl sie dir eigentlich vielleicht gar nicht so wichtig waren. Jetzt nehmen wir mal die umgekehrte Situation. Du sitzt am Tisch und du fragst nach den Pommes. Und er sagt, natürlich, hier, nimm ein paar Pommes. Du hast ein paar Pommes gegessen, bist soweit zufrieden. Und er fragt dich immer wieder, hier, willst du noch ein paar Pommes? Du sagst dann beim zweiten Mal nochmal, ja, okay, nimmst noch mal ein paar. Dann fragt er dich gleich wieder, hier, willst du noch ein paar Pommes? Dann sagst du, nein, danke, ist jetzt gut. Okay. Nach 3 Minuten fragt er wieder, willst du noch ein paar Pommes? Du sagst, nein, danke, es ist gut. Nach 2 Minuten wieder, hey, willst du noch ein paar Pommes? Und du bist dann schon ein bisschen genervt. Und du willst keine Pommes mehr, du willst diese Pommes nicht mehr sehen. Du willst keine Pommes mehr, sie werden völlig uninteressant für dich. Und genauso ist es eben in diesen Interaktionen. Wenn man immer wieder die Interaktion sucht, das heißt, man hat jetzt gerade ein Mädel kennengelernt, als Beispiel,
Und man ruft sie dann andauernd an oder schickt ihr andauernd WhatsApp-Nachrichten, ohne dass von ihr etwas kommt. Dann macht man sich natürlich völlig uninteressant. Dann übersättigt man diese Person und das ist keine Herausforderung. Du stellst dich in einem sehr schlechten Licht dar und der Mensch will einfach immer das, was er nicht so leicht bekommen kann. Und das ist eben das Gesetz der Anziehung. Und sobald dir egal ist, ob du nun etwas bekommst, in dem Moment bekommst du es. Das ist völlig verrückt. Aber so verhält sich das nun mal leider auf dem Flirtmarkt. Und wenn man sagt, hey, es ist mir egal, was jetzt hier irgendwie aus uns wird, lass uns einfach eine schöne Zeit haben, mal gucken, was passiert. Auf einmal kommt alles von alleine. Das mag erstmal natürlich logisch klingen und man mag jetzt vor dem Video sitzen und sagen, ja, leuchtet alles ein. Aber das dann umzusetzen ist eine ganz andere Sache. Ich habe das schon viel früher kapiert gehabt. In der Theorie. Aber in der Praxis habe ich dann immer wieder in den Jahren, wo ich jetzt die Verführungskunst betreibe, immer wieder dann zu viel gegeben. Kleine Geschenke zum Beispiel gemacht oder mich einfach zu viel gemeldet und einfach Sachen gemacht, die ich jetzt nicht mache. Und jetzt ist es eher so, dass ich, sage ich mal, auf jede zweite, dritte WhatsApp-Nachricht antworte, mal auch eine gewisse Pause mache von ein paar Stunden. Und früher habe ich dann halt sofort geantwortet, denn man wollte ja nicht irgendwie unhöflich erscheinen und man wollte ja nichts falsch machen und den anderen nicht verschrecken und so weiter und so fort. Und dadurch habe ich vieles falsch gemacht. Und auch so Geschichten wie, dass man zu früh "Ich liebe dich" sagt und solche Sachen. Diese Fehler habe ich natürlich auch alle gemacht. Und daraus lernt man dann. Naja, und wenn man dann eben diesen Punkt erreicht hat, wo man mit sich selber zufrieden ist und mit sich selber im Reinen ist und sagt, okay, das ist alles nebensächlich. Ich habe Frauen in meinem Leben, ich habe vielleicht auch hier und da die eine oder andere Sexbeziehung. Dann sagt man sich auch, okay, ich muss mich jetzt darauf nicht so fokussieren. Das kommt von alleine. Wenn ich jetzt eine Beziehung will, muss ich das nicht extra fokussieren. Ich konzentriere mich auf andere Sachen, auf die Arbeit, auf Sachen, die mir wichtig sind. Und dann kommt das. Und es ist wirklich so, dass es andauernd kommt und man hat genug Anfragen, man hat genug Angebote und das ist überaus interessant. Und das, obwohl man das gar nicht will. Also, man muss mit einer gewissen Scheißegal-Haltung herangehen. Natürlich muss man den Respekt vor den Menschen wahren, man darf die Menschen nicht benutzen, man darf nicht mit Gefühlen spielen. Das will ich damit alles gar nicht sagen, aber man muss das eben nicht so extrem fokussieren. Man muss natürlich offen sein, man muss kommunikativ sein, immer wieder Gespräche suchen, aber man muss eben das nicht so fokussieren und so verrückt sein und Leuten hinterherrennen. Ja, ich denke, das war jetzt alles nichts Neues. Das habe ich, glaube ich, auch schon in anderen Videos gesagt. Aber jetzt gerade ist, wie gesagt, so eine Phase in meinem Leben, wo mir das nochmal total bewusst geworden ist, wo ich sage, wow, finde ich irgendwie erschreckend. Und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Ihr könnt mir unter die Videokommentare schreiben, was ihr dazu denkt, wie ihr das macht, wie es bei euch läuft. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann hoffe ich, glaube ich, bin ich nicht mehr so verschnupft und rede nicht so nasal. Ja. In dem Sinne, love, peace and rock'n'roll, bis dann. Ciao. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Du willst noch mehr coole psychologische Tricks haben? Dann guck doch mal in dieses Video hier rein. Das ist super, das wird dir auf jeden Fall gefallen. Hier ist nochmal mein Video mit den 100 dümmsten Anmachen. Hier unten kannst du den Kanal abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Love, peace and rock'n'roll, bis dann. Ciao.